sehr froh, dass wir mit der Entscheidung in der letzten Woche die Phase gegenseitiger Vorwürfe zwischen Bund, Ländern und Kommunen hin wie her überwunden haben und gemeinsam festgestellt haben, dass wir in einer Verantwortungsgemeinschaft zur Lösung dieser großen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe stehen. Dazu gehört die Aufnahme der Schutzbedürftigen und schnelle Verfahren, die dann bei denen, die Schutz verdienen, auch zu voller Integration, Sprachkurse, Arbeitsaufnahme, Schule, Wohnungsbau, zu all dem führen. Umgekehrt gehört dazu auch, dass diejenigen, die nicht politisch verfolgt sind, die keine Schutzes bedürfen, sehr schnell die klare Botschaft bekommen, ihr habt keine Zukunft in Deutschland. Deswegen soll es Verfahren geben, die dazu führen, dass diejenigen gar nicht erst verteilt werden auf die Kommunen und in einem sehr gebündelten Verfahren entschieden wird, in einer rechtsstaatlichen Weise, unter Beteiligung von Gerichten, aber dann mit dem Ergebnis, dass aus der Erstaufnahmeeinrichtung dann eine Rückführung in die entsprechenden Länder verfolgt. Wenn etwas mehr als die Hälfte der Asylbewerber in Deutschland aus europäischen Ländern kommt, ist das inakzeptabel und für Europa kein Ruhmesblatt. Wir gehen das jetzt an. Alle Länder haben dem zugestimmt und ich erwarte, dass jetzt auch alle Länder sich daran beteiligen. Die zweite Bemerkung zur Sicherheit. Wesentliche Gesetzesvorhaben sind erfolgt oder sind verabredet. Dazu gehört auch die Regelung über die Höchstspeicherfrist und Mindestspeicherfrist, die man landläufig Vorratsdatenspeicherung nennt, auch wenn der Begriff nicht ganz zutrifft. Ich begrüße ausdrücklich den Beschluss des Parteikonvents vom letzten Samstag. Ich hatte allerdings keinen Zweifel, dass der Parteivorsitzende und mein Kollege Justizminister Maas diese überzeugende Lösung in der Partei durchsetzt. Das war geboten um der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger willen. Und es ist ja eigentlich auch verständlich, dass jeder Koalitionspartner das, was eine Regierung beschlossen hat, auch unterstützt. Deswegen freue ich mich über die Zustimmung und erwarte jetzt ein zügiges Gesetzgebungsverfahren. Ein dritter Punkt, der auch zur Sicherheit gehört, ist das Thema Gewalt. Es gibt keinen Grund, aus welchem politischen oder sozialen Motiv heraus auch in Deutschland Gewalt anzuwenden. Wir stellen natürlich fest, eine steigende Zahl von Straftaten im rechtsextremen Bereich, aber genauso haben wir Gewaltauswüchse im linksextremen politischen Bereich. Wir hatten die Auseinandersetzungen rund um die EZB-Eröffnung. Wir haben massive Gewaltanwendungen in Leipzig. All das ist nicht in Ordnung. Wir haben im Bereich der politisch motivierten Kriminalität auch mehr Gewaltstraftaten links als rechts. Wir haben rechts mehr Straftaten, aber Gewaltstraftaten links mehr. Das darf nicht verniedlicht werden, sondern ist in jeder Weise zu verurteilen und das muss unterstrichen werden. Dazu gehört letztlich auch die Akzeptanz des Rechtssystems. Deswegen ist es auch nicht zu akzeptieren, wie zuletzt in Sachsen-Anhalt, dass nach Durchführung gründlicher rechtsstaatlicher Verfahren dann einige Bürgerinnen und Bürger glauben, sich über das Recht hinwegsetzen zu können und eine Abschiebung glauben, verhindern zu müssen. Auch das wird anderswo als Selbstjustiz kritisiert, zu Recht. Es gibt kein Recht einzelner Bürger, solche rechtsstaatlich zustande gekommenen Verfahren zu beenden. Und auch dagegen muss man sich wenden, wie immer man zu dem Abschiebungsfall im Einzelnen dann auch steht. Das kann man politisch diskutieren und streiten. Aber den Polizisten dort in den Arm zu fallen, ist nicht in Ordnung. Wir brauchen die Akzeptanz des Rechts und das Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit für die Durchsetzung innenpolitischer Ziele in Deutschland. Und da müssen wir jeden Anfängen wehren, die das in Zweifel ziehen.